die Welt der Neuerscheinungen. Und ich bin dafür da, diese zu testen. Viel Spaß mit dem Video und lasst doch gerne ein Abo da. Einen wunderschönen, meine seelenlosen Fleischstückchen. Also, wie ihr schon seht, meine Fresse, Rasenmähen, das Spiel 2024, 1,19 Euro ist gerade reduziert, 40%. Ich weiß auch nicht mehr so wirklich, was ich sagen soll. Ich bin sehr, sehr erfreut darüber, dass ich das wieder testen darf für euch. Bitte lasst doch einen Daumen hoch da und einen Kommentar. Es würde mich sehr, sehr freuen. Und wir starten einfach rein, denn ich habe ultra Bock, Alter. Die Musik ist vom Spiel. Ich habe damit gar nichts zu tun. Ich merke gerade richtig, wie mein Gehirn abschaltet, meine nicht vorhandene Seele wieder zurückkommt. Und das ist nicht gut. Was mache ich hier? Was? Hier ist eine unsichtbare Wand. Alright. Ja, wir gucken erstmal, dass wir die kleinen Dinger hier wegkriegen. Ne, ist ja wichtig. So. Ihr seht nicht, also rechts ist noch Vuel. Oder wie immer das heißt. Nein, ich bin ganz zufrieden. Gott sei Dank ist das auch nicht laut, Alter. Nice. Ist ja perfekt. Also das ist auf jeden Fall noch eine Tankanzeige. Wir sind bei 88%. Ich freue mich jetzt schon wieder auf das Review. Alter, ist das krass. Ich bin total geflasht. Das ist ja der Wahnsinn. Ich bin sprachlos. Das ist genau deswegen mache ich das, weil ich Freude an solchen Games habe. Euch diese zu zeigen, zu präsentieren, damit ihr euch auch diese wunderschönen Games kauft. Wie ihr merkt, ist das sehr wichtig. Unterstützt die Entwickler, die kreativ mit unglaublichem Code sich hier einsetzen, das für uns zu programmieren und zu präsentieren. Mit dieser epischen Musik im Hintergrund, dass man sich einfach wohlfühlt mit einer wirklich viel zu lauten Musik. Ist das fantastisch. Ich bin auch tiefenentspannt jetzt. Wirklich, es ist wunderbar. So, jetzt sind wir wieder vollgetankt. Hab das Gefühl, hier ist so eine Art Loop. Oha. Ich lasse den Sound auch einfach unverändert. Da müsst ihr jetzt auch durch. So, rückwärts schön. Mach mal in Ruhe. Der hat einen geilen Schnäuzer aber. Einen sehr geilen Schnäuzer. Ha, wunderbar. Oh ja. Jetzt bin ich ja hier auf der Überholspur, würde man sagen. Ansonsten, wie geht's euch? Schreibt's mal in die Kommentare. Wie findet ihr das Game? Ratet es bitte. 1 bis 10. Ihr wisst, 1 ist am schlechtesten, 10 am besten. Also ich würde hier eine solide 0,1 geben. Ja, jetzt eine 0,5, weil das ist schon geil, so viele abzuholen. Das ist ein bisschen so Landwirtschaftssimulator. Und wir ziehen hier durch. Ich sag euch, wie es ist. Wir lassen uns doch nicht verarschen. Wir lassen uns doch nicht verarschen. Wir sind schon 1,5 Kilometer oder was soll das sein? Oder 1,5 Millionen? Bruder, das ist ja der Wahnsinn. Ich bin richtig glücklich. Ich bin ausgelassen. Ich bin... Mann, ist das schön, das hier für euch auszuführen.
Wirklich. Ach, Mann. Ach, man kann auch rückwärts. Okay, perfekt. Das macht vieles einfacher. Oh nein, es fängt an zu regnen. Ha. Die Frage ist, werden wir das alles schaffen? Und wann hört das auf? Wann ist mein Ziel erreicht? So, ab über die Straße. Jawohl. Wir machen erst die Seite clear. Mir ist das total wichtig. Und ich sehe jetzt schon wieder die Kommentare, ich kann das alles nicht mehr. Aber hast du mal an mich gedacht? Was ich hier durchmache? Alter Schwede. Aber 144 FPS, konstant. Das schaffen manche AAA-Games nicht. Und das ist schon Quadro, ne? So, schön hier alles niedermähen. Wunderbar. Boah, ich bin happy. Ich gehe auf in diesem Job. In dem, was ich hier mache, auch besonders auf Twitch, folgt mir gerne da rein. twitch.tv/herseenlos. Es ist geisteskrank, was wir erleben. Die Community ist geisteskrank geil. Seit 6 Jahren. Und ich lebe noch. Ich weiß nicht wie, aber ich lebe noch. Das ist so der Wahnsinn. Ich könnte hier Stunden verbringen. Stunden. Ach ja. Oh so, müssen wir einmal hier vorsichtig, ja. Aber dann müssen wir rückwärts ran, denke ich. Ja, es ist so ein bisschen auch schwierig, das Game. Ja, man muss genau abwägen, wie man das jetzt macht. Kamera dreht sich übrigens von alleine. So, ich hoffe, dass die Musik kein Copyright hat. Weil die kann man auch nicht ausstellen. Wir haben keine Option. Oh, schön hier die Kurve nehmen. Ganz, ganz wichtig. Also ich habe das Spiel schon auf 35% Lautstärke runtergemacht. Das ist einfach. Es ist mir eine Ehre. Also ich würde dafür auch ein Placement machen. Bin ich ehrlich. Von Taui. Das haben diesmal übrigens nicht die Würfel entschieden. Das war das erste Mal, weil ich bin auf alle Neuerscheinungen gegangen und das war ganz oben. Und mir ist das direkt in die Augen gestoßen und ich musste es mir holen. Es ging nicht anders. Wie ihr merkt, es ist so satisfying. Das ist... Alter. Das habe ich eigentlich erwischt. Ich bin ein bisschen unglücklich. Gott sei Dank macht das Gewitter mir noch ein bisschen mehr Motivation. Es ist so, es ist belebend. Ich fühle mich energisch. Das ist so dieses passive Einkommen, was ich habe. Rasenmähen bei fremden Menschen. Ja? Auch das ganze Visuelle mit den Donuts, mit dem Eis. Das ist ein wahr gewordener Traum. Ich möchte meine Faust ballen und mich schlagen. Ob dies wirklich wahr ist, was ich hier erleben darf. So, weil es ist ja... Ich habe Glück. Ich habe einfach nur Glück. Aha. Ich hatte kurz Angst, die Musik geht weg, weil ich möchte die weiterhören. Ich kann mich nicht daran satt hören. Sie ist so gut ausgewählt. Ein Engelschor im Hintergrund, während ich Rasen mähe. Das stellen sich die echten Rasenmäher auch so vor. Grüße gehen raus an alle, die den Job ausführen. Ihr macht tolle Arbeit. Wunderbar. So, nehmen wir das doch alles mit hier. Wir machen so ein bisschen so Drive-By-mäßig. Wir nehmen nicht alles mit. Aber es ist wichtig, sich auf Dinge vorzubereiten. Stellt euch vor die Apokalypse. Ja.
und keiner mäht mehr Rasen. Da kommt dieser Mann ins Spiel, der bei Wind und Wetter den Rasen für euch mäht. Oh, ich bin so happy. Ich bin so unfassbar glücklich gerade. Schön. Und alle, die das gerade sehen, in ihrem Bettchen liegen, am PC oder sonst wo, auf Klo, fühlt euch beschützt von uns, den Rasenmähern. Ihr seid sicher. Nichts kann euch mehr was anhaben. Das verspreche ich euch, genau wie dieses Dreckspiel. Ich habe gar keinen Bock mehr. Vielen herzlichen Dank fürs Einschalten. Danke für den Daumen nach oben und den Kommi. Und bitte folgt mir doch auf Twitch, twitch.tv/sehenlos. Ich muss kotzen.